Leute, irgendwann kommt der Moment, da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Irgendwann muss man sich auch von seiner Lieblingsjeans verabschieden. Leute, ich bin Verfechter davon, Dinge erst dann auszutauschen, wenn man sie wirklich erneuern muss. Das gilt nicht nur für die Kleidung, sondern auch grundsätzlich. Aber bei der Kleidung, da gibt es so ein paar Grenzen oder No-Gos, ja, kann man schon fast sagen, bis man die Kleidung wirklich aussortieren sollte, weil man sich einfach entweder nicht mehr wohl in der Kleidung fühlt oder weil es einfach Banane aussieht. Und by the way, wenn ich von aussortieren spreche, dann meine ich natürlich nicht, die Kleidung wegzuschmeißen, denn Leute, ihr wisst ja, man kann Kleidung auch passend spenden. Erstens, du hast dein Leben erst unter Kontrolle, wenn du alle deine Socken im Kleiderschrank aussortiert hast und nur noch vernünftige Socken ohne Löcher in deinem Kleiderschrank hast. Nein Leute, Spaß beiseite, aber es ist grundsätzlich so, Löcher in Kleidung gehen halt meiner Meinung nach gar nicht. Wenn du Kleidung hast, wo Löcher drin sind, egal ob Socken, Unterwäsche, T-Shirts oder sonst was, sortiere die Kleidung einfach aus. Klar, du kannst auch probieren, natürlich die Kleidung irgendwie zu reparieren, zu flicken oder vielleicht zu nähen. Wenn das klappt, super. Wenn nicht, aussortieren. Zweitens, gepilte Kleidung. Was meine ich mit gepilter Kleidung? Genau sowas hier. Die Fasern fühlen sich nämlich nicht mehr weich und glatt an, sondern einfach rau und uneben und man sieht, dass die Fasern so langsam einfach pillen. Gerade bei Strickware ist das oft der Fall und du hast hier grundsätzlich die Möglichkeit, das Gepilte einfach abzurasieren mit einem Einwegrasierer oder mit einem Fusselrasierer, um so einfach den Product Lifetime Value so ein bisschen zu verlängern. Aber bei mir ist es so, wenn die Fasern wirklich zu alt aussehen und das zu sehr gepilt ist, dann fühle ich mich nicht mehr wohl in der Kleidung und dann sortiere ich persönlich das Ganze aus, was ich dir auch empfehlen würde, wenn du dich dementsprechend nicht mehr wohlfühlst. Drittens, abgelaufene Jeans. Ich nenne es jetzt einfach mal abgelaufene Jeans. Ihr wisst, was ich meine. Wenn die Jeans einfach am Saum, am Ende, an den Hosen Bein einfach abgelaufen ist und es einfach so fransig ist und ja, man einfach mit den Schuhen da drauf getreten ist und die Jeans einfach komplett abgelaufen ist. Für Männer, das muss nicht sein, dann sortiert diese Jeans einfach aus. Oftmals liegt das übrigens an einem Stylingfehler, den ich damals auch selber begangen habe, und zwar, wenn man die Kleidung einfach in einer falschen Größe, in einer zu großen Größe kauft. Denn wenn man zum Beispiel eine Hose hat, die einfach von den Hosenbeinlängen einfach viel zu lang ist, ja, dann tritt man da zwangsläufig drauf. Oder wenn man eine Hose kauft, die am Bund einfach nicht sitzt, runterrutscht und dann drauf tritt auf die Hosenbeine, dann passiert sowas halt. Ja? Von daher, denkt an Stylingfehler, die man so begeht. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, checkt das gerne mal aus. Ich verlinke das euch hier oben in den Infocards. Viertens, gelbe Achselflecken. Jeder Mann hat eigentlich ein weißes T-Shirt im Kleiderschrank. Wahrscheinlich sogar mehrere, weil man weiße T-Shirts einfach perfekt kombinieren kann zu sämtlichen Outfits. Das Problem an weißen T-Shirts ist allerdings folgendes. Du bekommst schnell so gelbe Schweißflecken unter den Achseln und das sieht dann gar nicht mehr cool aus. Du kannst natürlich dem noch ein bisschen entgegenwirken mit einigen Hausmitteln oder auch mit einem Wäscheweiß. Kannst es probieren. Wenn es nicht mehr klappt, Leute, dann muss das T-Shirt einfach weg, nutzt das weiße T-Shirt noch als Putzlappen. Aber Leute, mit so gelben Achselflecken, Schweißflecken unter den Achseln, nee, da hat man keinen Bock drauf. Fünftens, ausgewaschene Kleidung. Es gibt so einige Kleidungsstücke oder Fasern und auch Farben, die waschen sich einfach mit der Zeit so langsam aber sicher aus. Bestes Beispiel finde ich da immer so eine schwarze Jeans. Wenn du eine schwarze Jeans neu kaufst, dann hat die so ein richtig schönes, sattes Schwarz. Dann ist die Jeans auch wirklich richtig schön tiefschwarz. Aber umso öfter du die Jeans wäschst, wäscht sich dieses Schwarz einfach so langsam aber sicher aus und irgendwann hat man das Gefühl, irgendwie ist die Jeans gar nicht mehr so richtig schwarz. Klar, kannst du dem auch noch ein bisschen entgegenwirken, wenn du zum Beispiel ein schwarzes Waschmittel kaufst, für extra für schwarze Fasern, um dementsprechend auch hier den Product Lifetime Value einfach so ein bisschen zu verlängern. Aber wenn die Wäsche irgendwann ausgewaschen ist, zum Beispiel bei so einer schwarzen Jeans, ich persönlich fühle mich dann halt nicht mehr ganz so wohl da drin und dann ist das die beste Möglichkeit, einfach solche Klamotten dementsprechend passend für einen guten Zweck zu spenden. Abgelaufene, ausgelatschte Schuhe müssen nicht sein. Wenn deine Schuhe irgendwie ganz komisch abgelaufen sind, dann kann es übrigens auch möglicherweise Aufschluss darüber geben, ob du eine Fußfehlstellung hast, ob du zum Beispiel einen Spreiz-, Hohl- oder Senkfuß hast, dann solltest du mal zum Orthopäden gehen und das mal checken lassen. Aber Leute, wenn du ausgelatschte Schuhe hast, bitte einfach weg damit. Aber eins sollte klar sein, Leute. Wenn ihr sowas bei einem Kollegen seht, dann tickt ihn direkt an, bestellt ihm schöne Grüße von Online-Bruder Korte, sagt ihm, dass der unverzüglich seine Schuhe wechseln soll und gibt ihm eine Empfehlung mit dir auf dem Weg, einfach mal meinen Kanal zu abonnieren. Leute, checkt auf jeden Fall mal euren Kleiderschrank, schaut mal nach, ob ihr was aussortieren könnt und ob ihr auch dann Kleidung dementsprechend spenden könnt für den guten Zweck. Ich hoffe, ich konnte euch für das heutige Thema so ein bisschen sensibilisieren. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag in 100% top aussehender Kleidung.